Guten Tag, Leute. Heute wurde gemäß Beschluss vom Obersten Gericht in Griechenland iranische Tanker Pegas, die vor Küste Griechenland einfach unter dem Verwahr und Verhaftung mit ganzer Crew lag, freigegeben. Iranische Tanker Pegas darf seinen Kurs weiterführen Richtung Venezuela, Karibik, Nicaragua. Iran wird weiterhin mit diesen Ländern in Südamerika seine Geschäfte betreiben. Diesmal hat Europa noch einmal gezeigt, wie dumm und idiotisch die Führungskräfte in Europa sind. Was war das für dumme Aktion von Griechenland? Was war das für dumme Vorgehen? Warum haben sie denn iranische Schiffe beschlagnahmt? Iran hat zwei griechische Schiffe vor seiner Küste zwei Tanker beschlagnahmt, Prudent Warrior und Delta Poseidon. Jetzt, es war klar für jede, dass mit Iran ist nicht zu spielen. Das Land, persische Volk, die sind nicht jemand, die man einfach leicht niederkriegen kann und runterkriegen kann. Iran hat im Syrienkrieg bewiesen, wie das Land mit Hilfe syrischer Armee gegen alle Extremisten, gegen USA, IS-Kämpfer, Saudi-Arabien und Israel vorgehen konnte. Und das Land hat sein Kenntnis, seine Nahar, seine Missiles und seine Flugzeuge einfach dargestellt. Danke.